Nach dem enormen Erfolg des ersten Teils habe ich mich dazu entschieden, einen weiteren Part dieser Videoreihe für euch aufzunehmen. Es geht um die mächtigsten bzw. die bekanntesten Rockerbosse Deutschlands. In dem vorherigen Part haben wir nur die bekanntesten Bosse der Hells Angels besprochen. Heute habe ich mir auch Bosse aus anderen Clubs rausgesucht und werde euch ihre Geschichte erzählen. Wenn ihr einen weiteren Part dieser Videoreihe sehen wollt, dann liked das Video oder lasst es mich in den Kommentaren wissen. Damit starten wir in das Video. Er war einer der ersten Personen in der Führungsetage von Deutschlands mächtigsten Rockerclub. Zu dieser Zeit war auch noch nicht so ganz bekannt, was die Biker so genau machten. Es geht hierbei um den Bones MC. Dieser war zu seiner Blütezeit einer der mächtigsten Clubs, den Deutschland je gesehen hatte. Der Club existierte von 1978, bis sie dann in 1999 einen Patchover hatten, der es den Hells Angels ermöglichte, in Deutschland richtig groß zu werden. Die Geschichte des Bones MC beginnt bei seinem Gründer Larry Coleman. Dieser war seinerzeit eine Legende in der Sidecar Road Racer Szene. Er bekam sogar einen Platz in der AMA Motorcycle Hall of Fame im Jahre 2010. Coleman war ein Soldat der amerikanischen Armee. Er war zu dieser Zeit in Deutschland stationiert. Ende der 60er entschied er sich dann dazu, mit ein paar Soldaten den Bones MC zu gründen. Der Club wurde damals in Frankfurt gegründet. Der Bones MC konnte sich dann ziemlich schnell in der Biker-Szene etablieren und war sehr beliebt. Sie erlaubten es auch, dass Deutsche sich dem Club anschließen konnten. Es war nicht nur für die Soldaten. Sie expandierten dann in weitere deutsche Städte und so wurden sie schon ziemlich schnell zum größten Motorradclub Deutschlands. Coleman kehrte dann wieder in die Staaten zurück, wo er weiter in seinem Hobby nachging. Der Bones MC entwickelte sich dann während der Zeit weiter und sie bekamen auch Aufmerksamkeit vom BKA. Laut den Berichten der Behörden verwickelten sich die Bones in die sogenannte Rocker-Kriminalität. Vereinzelte Member versuchten auch Fuß auf dem legalen Weg zu fassen. Das beliebteste Business waren die Wach- und Sicherheitsdienste. Eine Person, die sich schon früh im Führungszirkel des Bones MC bewegte, war Hagen J. Die Lage rund um ihn würde sich im Jahre 1999 ändern, als er sich dazu entschieden hatte, gegen seinen ehemaligen Club auszusagen. Er war der erste Rocker dieses Formats, der im Knast dann aussagte. Angeblich wurde Hagen dann für vogelfrei erklärt und es soll noch 100.000 Mark auf ihn ausgesetzt worden sein. Er sagte aber auch gegen einen Kriminalbeamten aus. Er soll Dienstgeheimnisse an Mitglieder des in Speyer ansässigen Bones MC Mannheim verraten und deren Straftaten gedeckt haben. Hagen J., der von Karl E., gegen dessen dienstliche Befugnisse als V-Mann geführt wurde, behauptete gegenüber Focus, dass der Beamte regelmäßig Geschenke und Bargeld aus der Clubkasse der Rocker kassiert habe. Im Gegenzug hätte E. dafür gesorgt, dass Verfahren gegen einzelne Bones im Sande verliefen. Hervorragende Perspektiven dürften sich dagegen für Deutschland Strafverfolger ergeben. Hagen J. hat detaillierte Angaben zur Struktur der Bones geliefert, zu deren kleinen und großen kriminellen Geschäften, deren Bewaffnung und zu deren Kontakten zur Polizei. Genügend Anhaltspunkte für ein flächendeckendes Verfahren im Bereich organisierte Kriminalität, so ein Fahnder. Aber da traut sich keiner ran. Hagen J. verbüßte zur Zeit seiner Aussagen eine mehr als vierjährige Haftstrafe. Sein Aufenthalt im Gefängnis war ein streng gehütetes Geheimnis aufgrund der Sorge vor Rache. Nicht einmal sein Anwalt wusste, in welchem Gefängnis er sich befand. Der Bones MC war schon der mächtigste Club Deutschlands, doch um die Jahrtausendwende kam es dann zum Patchover. Sämtliche 16 Chapter der Bones schlossen sich den Hells Angels an. Damit fusionierte der mächtigste deutsche Club mit der unumstrittenen weltweiten Nummer 1. Bislang waren die Höllenengel mit nur 5 Chartern eher schwach in Deutschland vertreten. Doch mit dem Patchover katapultierten sie sich direkt an die Spitze der Rockerszene. Für den nächsten Boss begeben wir uns zum direkten Kontrahenten der Hells Angels. Der Bandidos MC wird von den Quellen als der zweitgrößte Club der Welt eingeschätzt. Dieser wurde im Jahre 1966 in Houston in Texas gegründet. Im Jahr 2005 war der Club schon weltweit vertreten. Sie konnten um die 5000 Mitglieder in 22 Ländern vorweisen. Die Bandidos wurden dann auch um die Jahrtausendwende mächtig in Deutschland, nachdem die Ghost Rider zu ihnen wechselten. Es kamen 17 deutsche Ortsverbände hinzu, die zuerst noch als Probe-Chapter gehandelt wurden. Die Bandidos wurden erst so groß in Deutschland, als die Hells Angels sich mit den Bones verbündeten. Es war eine Antwort. Daher war es auch keine Überraschung, dass zwischen den beiden Clubs schon von Anfang an Spannungen herrschten. Einer, der in dieser Fehde besonders mediale Aufmerksamkeit bekam, war der sogenannte Versace-Rocker Aykut Ö. Aykut wurde im September des Jahres 2020 aufgrund von einer Schießerei verurteilt worden. Es kam zu einer Schießerei mit einem Rivalen der Hells Angels in Köln.
Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bekam er dann 2,5 Jahre. Die Strafe sollte er im offenen Vollzug in der JVA Euskirchen absitzen. Er hätte Anfang Juni einfahren müssen, doch er erschien einfach nicht. Bild-Zeitung berichtete, beantragte sein Anwalt des Öfteren, dass sein Mandant nicht einfahren müsste, immer unter den verschiedensten Argumenten. Der 4. Anti-Knast-Antrag soll dann besonders skurril gewesen sein. Der Rocker sei verhindert, da er an einem Hexenschuss leide. Die Justiz zog dann die Reißleine und sie erließen einen Haftbefehl gegen den Versace-Rocker. Doch es gab ein Problem dabei, Aykut Ö war einfach nicht mehr aufzufinden. Durch die Flucht würde bald sein Ende finden. Aykut wurde von den spanischen Behörden in Marbella aufgespürt und verhaftet. Er soll sich dort in einer luxuriösen Wohnanlage niedergelassen haben. Bereits im August wurde Ö von der Polizei verhaftet, doch er kam unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Er tauchte dann ein weiteres Mal unter, doch dieses Mal nicht für eine lange Zeit. Die Behörden konnten ihn schon wieder im Oktober aufspüren. Er wurde dann von deutschen Behörden in Spanien abgeholt und wieder zurück in sein Heimatland gebracht, wo er seine Strafe nun endlich absitzen sollte. Kurz vor Weihnachten kehrte er dann in die JVA Euskirchen zurück, wo er seine restliche Strafe wieder im offenen Vollzug verbringen konnte. Doch er hatte sich wohl dazu entschieden, dass er sich ein weiteres Mal der Justiz entziehen würde und so büxte er nach 3 Wochen ein weiteres Mal aus. Der Versace-Rocker hatte dann auch ein Bild von sich auf Instagram gepostet, wie man ihn in einem Kölner Nachtclub sehen kann. Doch die Behörden haben bis dato keine Spur von ihm. Die Quellen gehen davon aus, dass die Flucht von ihm auch einen guten Grund haben könnte. Die Bild berichtete, dass gerade ein Ermittlungsverfahren gegen ihn am Laufen ist, wegen Drogenbesitzes in nicht geringer Menge. Die Bild berichtete, dass Aykut wohl während seiner Flucht mehr als 100 Kilo an Kokain verkaufte, womit er sich das Untertauchen finanzierte. Die Frage bleibt bis heute noch offen, ob der ehemalige Kölner Rocker wieder gefasst werden kann. Stand jetzt befindet er sich noch auf freiem Fuß. Er war wohl einer der bekanntesten Rocker Deutschlands, Aygün Mutschuk. Die Videos, die von ihm handelten und auf Spiegel TV veröffentlicht wurden, generierten hunderttausende Aufrufe. Wie Spiegel TV berichtete, wollte der Gießener Hells Angel unbedingt an die Macht innerhalb des Clubs. Er sprach im Video mit Spiegel sogar über den Tod. Nur 28 Tage später passierte es dann wirklich. Es ging damals um die Macht im Großraum Frankfurt, wie die Quellen berichteten. Mutschuk war zuerst in dem Club einer Hells Angels Größe, einer der mächtigsten Rocker in ganz Europa. Doch Mutschuk hatte seine eigenen Pläne und er gründete mit seinen Unterstützern die Hells Angels Gießen. Vor dem Katana Club kam es dann zu einem Showdown im Jahre 2014. Es kam zu einer Schießerei unter den Hells Angels. Die Folge, 5 Verletzte, auch Aygün Mutschuk wurde getroffen, aber er konnte sich von seinen Verletzungen erholen. Die Gießener Rocker sollen die Frankfurter angegriffen haben und dann eskalierte die Situation. Einer der Frankfurter eröffnete das Feuer, die Schüsse wurden dann später als Notwehr gewertet. Die Spannungen waren real zwischen den Gießener und den Frankfurter Hells Angels. Im gleichen Jahr soll es dann aber laut den Quellen zu einem Treffen gekommen sein, wo die Streitigkeiten beigelegt werden sollten. Doch das Treffen eskalierte und es kam zu einem Faustkampf. Am 5. Mai kam es dann zu einem weiteren Vorfall zwischen den beiden Parteien. Es kam zu einer Schießerei in der Nähe der Hauptwache von Frankfurt. 2 Rocker eröffneten das Feuer auf einen vorbeifahrenden Geländewagen. In dem PKW saßen 2 Personen und sie wurden dabei schwer verletzt. Die Behörden konnten dann einen der beiden Schützen fassen. Aygün Mutschuk wurde für einige Zeit von Spiegel TV begleitet. Das Material wurde dann verwendet, um eine Dokumentation zu erstellen, die einen Einblick in das Leben des Rockerbosses gab. Kurz nachdem die Dokumentation fertig war, passierte es dann. Aygün Mutschuk wurde beim Verlassen des Clubhauses von 2 Tätern überrascht und erschossen, wie die Behörden vermuten. Diese Tat spielte sich im Jahre 2016 ab und sie ist bis heute noch nicht aufgelöst. Von den Tätern fehlt bis heute noch jede Spur. Die Beisetzung von Mutschuk am 12. Oktober 2016 gleichte einem Staatsbegräbnis, wie ein Schaulustiger sprach. 1200 Trauergäste erschienen beim Begräbnis. Das war's dann mal wieder mit dem heutigen Video. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.